Für viele ist Larry Rivers tatsächlich ein großer Name. Ich denke aber ehrlicherweise auch deutlich stärker in Amerika, weil er in sehr vielen amerikanischen berühmten Museen vertreten ist. In Deutschland sicherlich schon ein bisschen verblasst, weil die letzte Ausstellung war vor 40 Jahren hier in Deutschland en Tour in drei Orten. Und für uns ist er natürlich ungemein spannend, weil er im Grunde knapp die Position vor der Pop Art markiert, aber letztendlich in die Pop Art hineinführt. Deshalb wird er bei den Amerikanern so als Godfather of Pop Art genannt. Und andererseits, und das fand ich so wahnsinnig spannend, jemand ist, der in den 50er Jahren beginnt. Larry Rivers kenne ich seit 1974. Ich bin damals nach New York geflogen, weil meine beiden Freunde, der Manfred Böker und der Rainer Groß, die beiden haben viel mit Larry Rivers gearbeitet, waren Assistenten sozusagen. Und ich sollte dann auch Assistent von Malcolm Morley werden, was ich aber dann nicht geworden bin, weil mir das alles so chaotisch war. Aber ich habe eine Zeit lang in New York bei Larry Rivers gewohnt und er hat mir auch kleine Jobs gegeben, weil ich war ja sozusagen mittellos als Kunststudent und er hat sich sehr fürsorglich mir gegenüber verhalten und es war der erste berühmte Mensch, den ich jemals kennengelernt habe und ich habe echt da einen Sechser im Lotto gezogen. Larry war ein sehr offener Mensch, sehr freundlich, wenn er Lust hatte, freundlich zu sein. Und er war auch ein Performer. Das heißt, wenn es um seine Sache ging, dann war Larry sehr lebhaft. Wenn er dann arbeitete, war er ruhiger. Und es war also so eine Mischung aus Melancholie und Euphorismus bei ihm. He was a character. Exactly, he was a character. He was a very funny man, had a great sense of humor. He was very complicated, very intelligent. He could be both charming and disarming, challenging, provocative, and make you laugh and cry at the same time. Ich glaube schon, dass es sehr aktuell ist. America's Number One Problem ist eine der Arbeiten hier zu sehen von 1968. Welche heute America's Number One Problem ist, überlasse ich den Zuschauern. Aber es gibt überall Kommentare in seinem Werk zu politischen Zusammenhängen, die bis heute nicht komplett gelöst sind. Wenn man an Geschlechterfragen zum Beispiel denkt, wenn man an Rassismus denkt. Solche Dinge werden aufgerufen in seinem Werk und das macht das so aktuell. Sicherlich provokativ, aber vor allen Dingen ist es eben ein großartiger Künstler, der die Zeit beeinflusst hat, der seine Fragen gestellt hat. Und ich kann nur sagen, ich bin glücklich, dass wir hier in unserer Region so eine fantastische Ausstellung haben. Die hat wieder mal Weltklasse. When he paints the last Civil War veteran, in 1959, which is in the Museum of Modern Art's collection, he painted another one after that, which was the first time that he really was painting the exact same theme, almost identical, they're never identical, but you know, pretty much that same format, this similar size. He does it again, and now, the last Civil War veteran that he did in 59 is no longer the last Civil War veteran. It's now the second to last Civil War. He doesn't change the title, but it's not the last anymore. So he negates the meaning of the word last. That's the last. This is the last. Kunst ist immer politisch, also jede Äußerung
ist politisch, weil man Positionen vertritt, einen Standpunkt einnimmt und das tut jeder Gesellschaft gut. Und Kunst, die nur gefällt, die Seele streichelt, wird auf Dauer langweilig. Yeah, he could be quite political, but he's also a little bit in the middle between abstract expressionism and pop art. So on the one hand, he adored artists like William de Kooning, Jackson Pollock, Franz Klein. And so when you look at his work, you'll see a lot of abstract expressionist kind of gesturing. At the same time, though, he did look towards pop art, he was one of the first to incorporate popular images in his artwork. And so then artists like Jasper Johns and Robert Rauschenberg grew to like Larry and like his work, and so they began to incorporate a little bit of pop art into their work. And then later, Andy Warhol and Roy Lichtenstein also included pop art into pop images in their artwork, and so they were all looking at Larry at first. And so he is considered the first to do that, and in the father of pop for sure. Ich mag diese untere Etage, einfach weil dieser Übergang vom abstrakten Expressionismus ins Gegenständliche wieder sehr, sehr schön dokumentiert ist. Also ich mag diese Etage sehr gern. Auf der anderen Etage sind auch noch ein paar aus dieser Zeit. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese Ausstellung zu sehen. Ich würde es einigen Leuten empfehlen. Ich glaube, man hat Möglichkeiten bei ihm, es in der Bandbreite zu lesen und zu wissen, dass man bei ihm nie eindimensional einsteigen sollte. Und wie gesagt, dann finde ich es sehr glaubhaft, ich finde es sehr authentisch, ich finde es manchmal auch berührend. Und dass es provokant ist, finde ich gut, weil nur was provoziert, regt auch zum Nachdenken an. Und wenn ein Bild heute noch spannend ist und ein Bild mich heute noch auf welcher Ebene auch immer provoziert, dann bin ich halt im Dialog mit der Kunst. Und dann bin ich möglicherweise auch über die Kunst wiederum in einem gesellschaftlichen Dialog und überlege, was tun wir eigentlich heute. Und da, finde ich, kann man doch Ehrlichkeit immer gebrauchen.